Hallo zusammen, hallo Freunde. Ihr kennt ja vielleicht die vorigen Videos. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, mit diesem Colorado, also Malibu Farben, Colorado Gold. Das ist jetzt das letzte Bild von den drei Bildern, wo ich einfach mal ein schönes Bild mache. Mache einfach einen Flip Cup. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch jetzt als erstes das erste Bild, was ich gemacht habe, und ein paar Minuten später das zweite Bild. Wenn es euch wirklich interessiert, wie angemischt worden ist und alles, dann schaut euch erstmal die ersten Bilder an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. So, dann lasst uns jetzt einfach mal Spaß haben. Wir machen ein schönes Bild noch mit den Restfarben und schauen wir mal, wie es wird. Also, bis gleich.
Freunde, jetzt mal von daheim. Also ich muss gleich dazu sagen, mit diesem Acryllack von Gerstecker, ein Flip Cup funktioniert dann doch nicht ganz so gut, weil dann seht ihr hier, er fängt dann doch mehr an zu verlaufen als normal. Aber ist okay. Genial ist ja dieses große Teil hier. Gut. Man kann nicht alles machen oder nicht alle Techniken machen mit diesem Lack. Die vorigen Techniken waren ganz gut. Aber jetzt wissen wir dann auch, dass dann hier, ihr seht hier, es gibt keine sauberen Zellen. Teilweise schon. Aber teilweise auch nicht. Ihr müsst einmal bedenken, diese Metallic-Farben von Malibu sind halt also sehr dünnflüssige Metallic-Pigmente. Und die verlaufen sehr schnell. Man sieht hier schöne Schattierungen, gerade mit diesem Magenta. Und dann auch cool. Und hier hat man leicht noch von diesem Hellgrün, aber ansonsten verschwimmt das natürlich alles unter der dicken weißen Schicht. Okay, ihr seht das ja. Man gibt natürlich auch einen schönen Effekt, ne? Keine Zelle, sondern keine Ahnung, was anders halt. Okay, dann schauen wir mal, wie es getrocknet aussieht. Ich zeige euch dann wahrscheinlich alle drei, wenn sie getrocknet sind. Gut. Dann wissen wir das auch jetzt. Also, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, euch hat es gefallen und was dazu gelernt, und dann ist mein Auftrag erfüllt. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.